Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Hast du häufig das Problem mit Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Stoffwechselstörungen und verschiedene andere Probleme, wo du Stimmungsschwankungen hast? Dann schau dir das Video an, weil es geht hier um die Vitamin B-Reihe. Die Vitamin B-Reihe ist extrem wichtig für verschiedene Prozesse, für verschiedene Stoffwechselprozesse, aber auch verschiedene Prozesse im Nervensystem. Und es wird sehr, sehr spannend, hier ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Also, fangen wir an. Vitamin B. Es gibt 8 B-Vitamine. Ich habe sie hier alle aufgeschrieben. Und die Vitamin B-Reihe ist eigentlich komplett indifferent. Das heißt, wir haben hier wirklich keinerlei Zusammenhänge zwischen den B-Vitaminen. Und die einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie alle wasserlöslich sind. Sie sind alle wasserlöslich. Was bedeutet das? Sie werden über die Niere renal ausgeschieden, also über den Urin. Und man muss kein Fett zu sich nehmen, um die aufzunehmen. Das heißt, die Vitamine, die fettlöslich sind, wie E, D, K und A, die müssten immer mit Fett aufgenommen werden, damit man die im Körper speichern kann. Bei den B-Vitaminen ist das nicht der Fall. Das heißt, die sind wasserlöslich. Das ist so die einzige Gemeinsamkeit, die die haben. Viele von denen musst du täglich zufügen, weil sie nicht gespeichert werden von dem Körper. Die einzigen, die gespeichert werden können, sind Vitamin B3 und Vitamin B12. Hier gibt es aber auch Ausnahmen. Das heißt, von Person, von Mensch zu Mensch kann das auch sein, dass sie nicht gespeichert werden können. Und da muss man sie supplementieren. Ich habe auch eine coole Tabelle, die mache ich in den Link rein, wenn du die möchtest. Da stehen alle B-Vitamine drin, wie viel der Tagesbedarf ist, in welchen Nahrungsmitteln die drin sind und ob die gespeichert werden können vom Körper oder nicht. Also schau dir auf jeden Fall den Link an, der ist sehr, sehr spannend. So, wir gehen darauf ein. Stoffwechsel, Körperfunktion, Vitamin B. Fangen wir mit dem Vitamin B1 an. Warum Vitamin B1 bis 12 wären doch 12 B-Vitamine? Warum sind es eigentlich nur 8? Viele B-Vitamine sind gar keine Vitamine mehr heutzutage. Die haben nicht die Vitamineigenschaft und wurden dann rausgeschmissen. Und deswegen gibt es nur 8 wichtige B-Vitamine. Und die Vitamin B1 ist das sogenannte Thiamin. Thiamin wird als Benfotiamin in Vorstufe gerne auch eingenommen und bei Polyneuropathie eingesetzt. Polyneuropathie ist so das Kribbeln in den Händen, in den Füßen und da hilft es sehr, sehr gut und da ist es der Haupteinsetzungspunkt. Es ist wichtig bei der Energiegewinnung, bei dem Kohlenhydratstoffwechsel und für Herz und Gehirn essentiell. Was ist, wenn ein Mangel entsteht bei Vitamin B1? Ein Mangel führt zu Müdigkeit, Nervosität, aber auch Leistungsabfall. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte, das ist in Asien passiert. Und da gab es so eine Region, wo die den Reis immer geschält haben. Die haben jeden Reis geschält und da ist eine Erkrankung aufgetreten, die nennt sich Beriberi. Hört sich lustig an, ist aber gar nicht so lustig. In Asien ist diese Erkrankung sehr häufig aufgetreten, aufgrund der Ernährung, weil die geschälten Reis genommen haben und in der Schale des Reises ist sehr viel Vitamin B1 und dadurch hatten sie kein Vitamin B1 und das führte bei denen zu Lähmungen, Herzinsuffizienz und ja, das war eine wichtige Erfahrung, um zu gucken, wo ist überhaupt Vitamin B1 drin, was ist denn überhaupt diese Erkrankung, die Ursache dafür, und das hat man dann in dem Vitamin B1-Mangel rausgefunden. Wer braucht eigentlich einen erhöhten Bedarf? Das sind die Leute, die viel Stress, viel Arbeit haben. Auch Frauen, die die Pille einnehmen, brauchen einen erhöhten Bedarf, genauso wie Schwangere und Stillende. Und man sagt, die nationale Verzehrstudie, sagt, 30 bis 40% der deutschen Bevölkerung haben hier einen leichten Vitamin B1-Mangel. Man kann den gut durch Nahrung, eigentlich kann man das sehr gut aufnehmen, aber die nationale Verzehrstudie sagt 30 bis 40%, die Frauen sind häufiger betroffen, weil sie im Endeffekt mehr benötigen, haben einen Mangel an Vitamin B1. So, dann gehen wir auf das Schönheitsvitamin. Auf das Schönheitsvitamin, das ist das sogenannte Biotin. Und Biotin ist das Vitamin B7. In Frankreich, im Französischen ist es Vitamin B8. Und das Biotin ist
für den Stoffwechsel sind zuständig, aber auch für Haut, Haare und Nägel. Jetzt denkt man sich bestimmt, ah komm, jetzt kann ich mit Biotin viel nehmen, dann wird alles wieder ein bisschen besser. Die Nationale Verzehrstudie sagt aber, wir nehmen durch unsere Nahrung eigentlich sehr gutes Biotin auf. Das heißt, hier haben wir eigentlich nicht so einen großen Mangel wie bei anderen B-Vitaminen. Und deswegen, man kann das mal probieren. Vielleicht hast du auch einen erhöhten Bedarf. Und wenn du das einnimmst, dann nimm es längerfristig. Also man muss Biotin 3 bis 6 Monate nehmen, damit man einen Effekt hat. Viele Leute sagen, oh, ich nehme das jetzt nur ganz kurz und haben dann gar keinen Effekt. Nee, bei so Vitaminen, bei pflanzlichen Arzneimitteln, da braucht man ein bisschen länger, um einen Effekt zu haben. Ja, dann kommen wir zu einem unglaublich wichtigen B-Vitamin. Das ist die Folsäure. Und Folsäure ist essentiell in ganz, ganz vielen Dingen. Wir haben 90% laut der Nationalen Verzehrstudie unterversorgt an Folsäure und das führt zu Müdigkeit, Schwächen, depressive Verstimmung und es muss auch, wenn man die Krebspatient oder viel Alkohol trinkt, die Pille nimmt oder auch in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft, sollte man Folsäure wirklich supplementieren. Vor der Schwangerschaft gibt es wirklich so 4 Wochen, das sagt man, 4 Wochen sollte man damit anfangen, auch noch mit Jodzufuhr, um eine perfekte ausgewogene Situation in der Konzentration im Körper zu haben für die Schwangerschaft zur Vorbereitung. Ja, das ist noch wichtig. Ich habe hier oben noch das sogenannte Homocystein angeschrieben. Homocystein ist ein Stoff, der im Körper gebildet wird, der sehr toxisch für verschiedene Zellen sind und der Herz- und Schlaganfall auslösen kann. Und Homocystein wird normalerweise sehr gut abgebaut zu Methionin und dafür ist Vitamin B9 und B12 zuständig. Und man hat gesehen, die Kombination zwischen Vitamin B6, B9 und 12 in einer Meta-Analyse vom Lancet hat man gesehen, dass das im Endeffekt eine Senkung von 18% in der Meta-Analyse für Schlaganfall. Also man hat 18% weniger Schlaganfälle gehabt, wenn man eine Kombination von den dreien B-Vitaminen hat. B1 ist auch noch nicht schlecht, aber die sind essentiell wichtig. Also, sage ich mal, Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin B6 wurden hier untersucht. Das ist eine Meta-Analyse aus dem Lancet, wirklich sehr, sehr spannend. 18% weniger Schlaganfälle. Und man sagt, es ist darum, weil Homocystein abgebaut wird. Wie wird Homocystein abgebaut? Wir brauchen das Cobalamin, genauer gesagt das Methylcobalamin, die das Homocystein in Methionin umwandelt. Das ist ganz wichtig und die anderen regenerieren alles. So, jetzt kommen wir schon zum letzten B-Vitamin, dem Vitamin B12, eines der wichtigsten Vitamine. Und das ist ein B-Vitamin im Gegensatz zu den anderen, das normalerweise in der Leber gespeichert werden kann. Das heißt, bei fast allen Menschen in Deutschland kann das in der Leber sehr gut gespeichert werden. Und du brauchst das, oder ein Mangel tritt erst nach Jahren auf, 2 bis 5 Jahre, weil so viel gespeichert wird in der Leber. Und es wird durch Mikroorganismen überhaupt auch produziert, die sind auch im Darm vom Menschen auch drin. Nicht, wir produzieren das nicht selber, aber Mikroorganismen produzieren grundsätzlich dieses Vitamin B. Und deswegen ist es essentiell wichtig zu wissen, es gibt aber auch Menschen, die das nicht speichern können. Und hier haben wir wirklich ganz, ganz viele Faktoren, die Vitamin B12 wo Vitamin B12 sehr, sehr wichtig ist. Es ist einmal in der Blutbildung, ja, da gehen wir später noch drauf ein, in der Zellteilung und für das Nervensystem. Und man sagt, tägliche Zufuhr von 4 bis 5,5 Mikrogramm reichen aus. Und das schaffen viele Menschen heutzutage nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, besonders bei veganen und vegetarischen konzentrierten Ernährungsformen ist es so, dass das Vitamin B12 häufig zugeführt werden muss. Das ist sehr gesund, vegetarisch, vegan zu essen, aber Vitamin B12, da sollte man wirklich drauf achten, da muss man zuführen oder supplementieren, weil viel auch im Fleisch drin ist. Ja, viel Vitamin B12.
Nahrung ist dann grundsätzlich an die Proteine gebunden, das Vitamin B12 in der Nahrung ist an die Proteine gebunden, besser gesagt. Und was löst einen Mangel eigentlich aus? Man nennt das makrozytäre Anämie. Makrozytäre Anämie. Und was bedeutet das? Müdigkeit ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Die Infektabwehr geht runter, also man ist häufiger krank. Die Konzentration fällt. Man hat sogar Herzprobleme. Es kann zu Herzmuskelentzündungen kommen. Und das hat wieder mit dem Homozysteinwert zu tun. Und deswegen gibt es jetzt auch einen ganz spezifischen Marker, der durch deinen Arzt genau überprüft werden kann. Und das ist der Holo-TC-Wert. In Kombination mit der Methylmalonylsäure und dem Homozysteinwert kannst du relativ gut sagen, wie deine Vitamin B12-Konzentration im Körper ist. Und deswegen schau nach, wenn du häufiger müde bist, wenn du nicht so dich konzentrieren kannst. Es ist nicht nur das Eisen, das auch sehr wichtig ist. Es kann auch eine Vitamin B-Konzentration, kann nicht so hoch im Körper sein. Deswegen schau bei diesen Werten nach. Wichtig, wirklich der Holo-TC-Wert, auf den solltest du achten bei der Blutuntersuchung. Wenn dich das Thema Vitamine interessiert und wenn du sagst, oh, dazu würde ich gern auch noch was wissen, dann sag mir auf jeden Fall in den Kommentaren, wie dir das Video gefallen hat. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Euer Frank. Macht's gut.